das ist die CineAlta Burano, unsere neue Kamera. Die sitzt genau zwischen der FX9 und der Venice. Burano ist gedacht für den Single Camera Operator, also eine Person, die losläuft, dokumentarisch arbeitet, vielleicht Wildlife macht. Das ist eine sehr variable Kamera, mobile Kamera. Venice ist eher für Teams gedacht. Diese Kamera ist eher gedacht, dass man sie schnell in der Hand nimmt und loslegt. Nämlich eingebaut in die Kamera ist die erste Kamera, die sowohl In-Body-Stabilisierung hat, wie auch einen elektronischen ND-Filter. Also dass diese beiden Features vereint in einer Kamera. Weiterhin sehr guten Autofokus, wie man sie ja von Sony gewöhnt ist. Die Möglichkeit, sowohl E-Mount wie auch PL-Optiken zu verwenden. Und interessanterweise die PL-Optiken auch stabilisiert, sodass man trotz PL-Optiken eine, wenn man sich bewegt, eine Stabilisierung einbauen kann. Aufgezeichnet wird auf CF-Express-Karten Typ B und sogar in RAW, nämlich unserem ExoCNLT-Codec, aber trotzdem auch in XAVC und sogar XAVC-H in 8K. Die Kamera ist sehr variabel klein gebaut, relativ leicht, schnelles Boot-Up-Time und die Bedienung ist sehr ähnlich wie die Venice, aber man kann sie auch bedienen, so wie man sie von der FX6 und der FX9 gewohnt ist. Also man wird sich da sehr schnell zu Hause finden. Ja, Burano kommt raus im Frühjahr nächsten Jahres und für einen Preis von so ungefähr 25.000 Euro.